wird viel geredet. Also es wird viel miteinander gesprochen. Und ich glaube, dass man analytisch an die Sache drangehen möchte, will natürlich die Hinserie, also bis auf ein Spiel, natürlich vergessen machen. Und, aber sucht trotzdem die Gründe, warum wahrscheinlich so schnell auch Tore wir bekommen und warum wir vielleicht das eine oder andere Tor nicht schießen. Und ich glaube, da liegt der Fokus drauf. Weil die Umschaltung in der Regel klappt schon ganz gut, aber die Gegentore, ein Problem. An dem es zu arbeiten gilt, was ja zumindest letztes Jahr in Marbella sehr gut funktioniert hat. Da hat man sich auch hier auf die Rückrunde bzw. ausstehenden Spiele vorbereitet. Denn ein Hinrundenspiel haben wir ja Samstag, nicht kommenden Samstag, da geht es gegen AZ Alkmaar, sondern danach die Woche in Darmstadt noch zum Abschluss der Hinrunde und dann startet die Rückrunde beim 1. FC Köln. Und klar, es gilt die übrigens seit einer halben Stunde einen neuen Trainer haben. Richtig, Timo Schulz wird neuer Trainer. Jawohl. Beim FC. Also hier nicht nur alle Informationen rund um Borussia Dortmund, sondern auch hier Bundesliga.de quasi. Um den 1. FC Köln. Ja, zwei Spieler sind nicht mit dabei, bei uns Sebastian Haller und Rami Benzebaini. Die sind beim Afrika Cup. Sebastian Haller für die Elfenbeinküste, Rami für Algerien. Dafür sind aber 8 teilweise junge Spieler mit dabei. Samuel Bamba ist 19, Mittelfeldspieler, kann aber auch rechts außen spielen. Ole Pohlmann, 22, offensives Mittelfeld von der U23. Gil Bueno, 21, Linksverteidiger. Hendry Blank, 19, Innenverteidiger. Antonios Papadopoulos, der ist schon 24, deshalb habe ich teilweise ganz jung. Innenverteidiger, aber der ist ja in den letzten Spielen oft mit dabei gewesen. U17-Weltmeister Paris Brunner für den Sturm ist mit dabei. Cole Campbell, 17 Jahre Sturm. Und Kjell Arjegwetjen, ja, auch zentrales Mittelfeld, die allesamt von der U19 kommen. Sind zwar 17, spielen der U19, sind hochgezogen. Richtig gute Jungs. Und da werden wir natürlich diese Woche auch ein bisschen Augenmerk drauf legen. Was macht der Nachwuchs? Wie kann er sich hier behaupten? Ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer wichtig, dass Paris Brunner ein ausgezeichneter Fußballer ist, brauchen wir, glaube ich, niemandem zu erzählen. Aber ob Paris Brunner problemlos direkt mit den Profis mithalten kann, das ist eine Geschichte, die sicherlich jeden interessiert. Absolut. Also auch Cole Campbell gerade am Ball bringt die Flanke. Aber Marcel Lotka, nee, Alex Meyer, oh, auf die Entfernung schwer zu sehen hier. Ja, jetzt merkst du, dass manchmal im Stadion nicht so einfach ist, Auswechslungen zu machen. Ne? Das glaube ich, ja. Da geht, glaube ich, auf jeden Fall um Flanken und dann Abschlusssituationen zu kreieren. Jetzt kam der lange Ball. Boah. Matteo Morey, gut aufgepasst.
Paris Brunner hat es mit Antonis Papastopoulos zu tun. Da merkt er erstmal, wie hart oben gespielt wird, also bei den Profis. Gesagt, dass Paris Brunner jetzt mit Papa zu tun hat und direkt natürlich im Zweikampf merkt, dass es da ein bisschen anders im Männerfußball als noch bei den Junioren. Ne? Ja, das heißt es ja oft, dass es gerade körperlich da eine Umstellung ist. Ja. Aber dann ist es nicht schlecht, wenn du direkt gegen Papa spielst. Dann weißt du schon mal, wie das Schlimmste aussieht. Ja, er spielt immer mit 100%igem Einsatz. Das mag ich so an ihm. Wieder viele Anweisungen, wahrscheinlich für den dann zweiten Durchlauf. Sicherlich nicht schlecht, dass so die Spielidee von Nuri da auch mit einfließt, weil er hat beachtliche Erfolge mit Antalyaspor gehabt. Und er hat die Mannschaft, die mehr oder weniger auf dem Abstiegsplatz war, kontinuierlich verbessert und nach oben gebracht. Und über den türkischen Fußball kann man sagen, was man will, aber schlecht ist der definitiv nicht. Und das musst du erstmal machen. Und deshalb glaube ich, dass vielleicht jetzt andere Ideen mal ganz gut tun. Nico Schlotterbeck kriegt das kleine Sonderlob für den Ball, den er da rausschlägt. Gut gemacht. Also kennen wir ihn. Man ja auch mitten im Geschehen nimmt sich die Abwehrspieler vor. Ja, gut, wenn es einer kann. Ja, richtig. Und auch Edin an ist da gerade noch mal. Im Jahresrückblick hatten wir doch jetzt wieder diese die Fußspitze, ne? Ja, von in München. Mani, das war so geil. DFB-Pokal-Halbfinale. Ja. Da haben wir Edin. Das war Edin. Vor der Süle-Grätsche, ne? Ja, ja, ja. Wenn ich das richtig hier verfolgt habe, auch noch kein Tor gefallen, ne? Nee. Aber die Flanken kommen gut. Jetzt mal flach. Oh! Gio Reyna da mit dem Abschluss. Aber Marcel Lottke kann parieren. Jetzt bin ich mir sicher. Lottke hat nämlich da die gelbe Fliegenjacke an und Alex Meyer daneben im normalen Trainingsshirt. So kann ich sie jetzt von hier aus auseinanderhalten. Okay. Das war Bueno. Wer da abgezogen war, wieder Gio. Ja, wieder Gio Reyna, pariert von Lottke und dann der Ball ins Aus von Thomas Meunier. Einsatzzeiten, weil ich bin Gio-Fan, kann ich ja ruhig sagen. Ich weiß gar nicht, was da los war im letzten Jahr. Also ist ein toller Fußballer, der liebe Gott mal gesagt, dem gibst du alles mit. Jetzt hoffe ich, dass er es in der zweiten Hälfte abruft. Ja, vor allem wollen wir mal die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt. Ne? Das ist, glaube ich, dann der Anfang und dann in den Spielrhythmus kommen. Und dass er talentiert ist, das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Das hat er ja auch oft genug bewiesen. Oh.
und wieder anhalten, sprechen, überlegen. Erklären. Wie macht man's am besten? Ja, so ist es natürlich auch perfekt. Ne? Und was jetzt, glaube ich, auch eben schon im Durchlauf die Änderung ist, dass es erstmal das Aufbauspiel ist, ne? In der ersten Phase für die roten Leibchen. Und dann wird umgeschaltet auf die Angriffsaktion. Erstmal Niklas Süle, Nico Schlotterbeck umgerannt. Da war Alex Meyer schon unterwegs, um den Ball zu parieren von Julian Brandt, wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Herr Morel passt gut auf. Okay, weißt du, was los ist? Er kommt da auch aus einer Verletzung. Wahrscheinlich wird er auch individuell herangeführt. Ja, gestern haben wir Jungs, hat trainiert, es ging direkt richtig zur Sache. Und es sind ja auch, habt ihr ja auch gestern ausführlich drüber gesprochen, auch alle verletzten und angeschlagenen Spieler mitgereist, um hier individuell zu arbeiten. Aber halt auch bei der Mannschaft dabei zu sein. Das ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Ihr hört gerade Danny Fritz. Entschuldigung. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass man ihn nicht hört. Hier auf den Kieselsteinen direkt neben dem Platz. Die sind sehr geräuschintensiv, wenn man da hergeht. Otto Addo, ja, auch als Passgeber noch mitspielt, mit agiert, aber auch nur den einfachen Ball raus auf den Flügel spielt. Einzige Spieler von Borussia Dortmund, der mit einem Kreuzbandriss ein Tor erzielt hat. Gegen? Weißt du das noch? HSV. Nee, es war im UEFA-Pokal gegen Austria Wien. Ah, nee, hatte ich überhaupt keinen Plan. Auch mal richtig, genau. Nicht nur als Flankengeber agieren, sondern dann auch mal Eigeninitiative ergreifen, einfach mal draufschießen. Gut gemacht. Der graue Himmel heute über Marbella, da war gestern deutlich besseres Wetter. Blauen Himmel sehen. Ja.
immer die nächste. Wetter, machst du jetzt den Meteorologen? Den Meteorologen, ja, genau. Vielleicht gibt es ja heute Nachmittag, also heute stehen zwei Einheiten auf dem Plan. Eine öffentliche, die ist jetzt, ihr seht ja hinten auch die so Zuschauer. Das stimmt nicht, ne? Das ist heute. Ah, kommt vielleicht noch. Freitag, morgen gibt es nur Sonne. Und heute Nachmittag um 16:30 Uhr dann eine... Auch wieder live? Nein, dann eine nicht öffentliche Einheit, wo dann vor allem es wohl um taktische Dinge gehen soll. Da bleiben dann die Türen mal geschlossen. Ansonsten versuchen wir natürlich euch immer live mitzunehmen. Wann ist der nächste Live-Stream? Morgen. Morgen wahrscheinlich, genau. Wieder 10:30 Uhr Trainingsbeginn. Wahrscheinlich gehen wir dann wieder so um 11 live. Wir beide? Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, morgen kriegst du, wenn mich nicht alles täuscht, Timo an deiner Seite. Aha. Gerade in der Regie mitbekommen, aber wir sollen weitermachen, weil wir können es im Zweifel re-live hochladen, weil die Kameras aufzeichnen. Also wir machen einfach weiter und entschuldigen uns an der Stelle natürlich, wenn das live gerade nicht zu 100% funktioniert, aber dann haben wir immerhin die Möglichkeit, es im re-live zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach hier aus Spanien ins Internet zu übertragen. Ich meine, da musst du schon kreativ sein. Lukas und Axel machen das seit vielen Jahren, aber ich glaube, so ganz einfach ist das auch nicht. Ne? Am Ende hast du immer die Tücken der Technik. Ja, wobei wir inzwischen wirklich sehr, sehr gut ausgestattet sind. Ne? So, gucken wir mal, wie es nach der Trinkpause weitergeht, ob dann eine neue Übung dabei ist oder ob es nochmal so weitergeht, wie wir es eben gesehen haben. Kunstwerke. Da sehen wir nochmal den Trainingsplatz, wo auch die beiden Testspiele stattfinden werden. Samstag gegen AZ Alkmaar, 15:30 Uhr. Da haben wir dann wieder das Vergnügen, Nobby. Ist das das viermal eine halbe Stunde? Genau, 4x30 Minuten, ja. Wird da getestet und dann am Dienstag, auch dem Abreisetag, also dem 9. ab 11 Uhr gegen Standard Lüttich. Spielen, duschen, essen, Horn. Genau. Und dann alle Augen auf den Samstag, auf das Spiel 18:30 beim SV Darmstadt. Da ist schon mächtig Druck auf dem Kessel, wenn du nach Darmstadt fährst, so ehrlich muss das sein, ne? Da ist dann, da wird es das erste Mal wieder ernst, ja. Ah, jetzt gibt es wieder schöne Drohnenbilder. Schade. Eden ist jetzt am Erklären, was jetzt als nächstes gemacht wird. Und wenn ich es richtig mitbekomme, sind wir jetzt auch live wieder einigermaßen stabil on air. Deswegen nochmal die Entschuldigung für die Probleme
Wir werden im Nachgang versuchen, die gesamte Einheit hochzuladen, also auch das, was ihr aufgrund der Verbindungsprobleme leider verpasst habt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir hier live dabei sein können. Schleichercocktail. Gibt es interessante Fragen? Ja, bisher noch nicht so viele, aber damit hast du ja jetzt quasi nochmal den Chat animiert, Nobby, nochmal Fragen zu stellen, weil gerade war ja eher das Problem der Verbindung. Das aber so, wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Ich sehe hier die erste, wie sieht es bei Duranville aus, fragt Judith. Der ist individuell im Zelt mit den anderen angeschlagenen Spielern, mit Felix Metscher, mit Julian Riasson, mit Karim Adeyemi. Der ist also mit vor Ort und arbeitet individuell an der Reha. Und der Peter fragt, wann ist das Testspiel am Samstag? Ja, bitte, Tobi. 15:30 Uhr. So, Samstag 15:30 Uhr, so kennen wir es doch. Im Duett. Und es geht, das haben wir uns gerade gefragt, nochmal weiter mit der Übung, vielleicht mit der einen oder anderen Anpassung. Aber an sich Trinkpause und dann nochmal neu versuchen. Campbell, ich glaube, Tobi, dass wir einfach versuchen werden, schneller zum Abschluss zu kommen oder generell zum Abschluss zu kommen. Wir haben das ja jetzt in der Hinrunde vielfach gesehen. Wir haben viel Ballbesitz, wir haben auch viel um den 16er gespielt, aber wir sind nicht vernünftig zum Abschluss gekommen. Und das müssen wir manchmal vielleicht auch erzwingen. Und ich glaube, dass da jetzt einfach Augenmerk drauf gelegt wird, dass wir halt schnell die Wechsel machen von links nach rechts und nicht mit Mondbällen und dann versuchen einfach mit Flanken scharf vor das Tor. Weil wenn du einen Stürmer wie Niklas Füllkrug hast, musst du den in irgendeiner Art und Weise auch mit Bällen füttern. Und, musst du ja jeden Stürmer, also ob da, glaube ich, Niklas Füllkrug, ob da Muki oder ob da Sebastian Haller vorne drin sind, die brauchen ja alle Bälle, um sie dann zu verwerten, oder? Also ich meine, ich kann da nicht wirklich drüber urteilen, aber du kennst es ja noch. Der steht aber gut, ne? Ja. Und Papa auch wieder mit vollem Körpereinsatz da beim Flugkopfball. Und was auch auffällig ist, es ist ziemlich verhältnismäßig laut, würde ich sagen, oder? Also wird viel kommuniziert. So soll es sein. Oh, schöner Schuss. Von Marcel Sabitzer noch abgefälscht von Mats Hummels. Anscheinend sind noch nicht alle technischen Probleme behoben, aber wie hören wir immer im Fernsehen bei einer Live-Sendung, wir arbeiten dran. Und Donny Mahlen. Ich glaube, wir warten auch immer noch aufs erste Tor. Ne? Das ist bei all dem, was wir eben besprochen haben, dass wir konsequenter zum Abschluss kommen wollen. Wir sind jetzt gleich zwei Minuten vor. In zwei Minuten haben wir eine Stunde Training. Wir haben jetzt nicht alles übertragen, aber wir haben noch kein Tor gesehen. Weil das ja jetzt auch die erste Übung ist in dieser Stunde, das muss man fairerweise ja dazu sagen, wo es überhaupt einen Torabschluss gibt. Und das auch nur für einen Teil der Mannschaft, weil die Jungs in den roten Leibchen versuchen ja genau das zu verhindern. Im Zusammenspiel mit den Torhütern. Wie heißt es? Mit der Offensive gewinnst du Spiele und mit der Defensive Meisterschaften.
Richtig, ich komme, glaube ich, vor allem aus dem amerikanischen Sport, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es gar nicht. Fällt mir nur gerade so ein, als du sagst, wir schießen keine Tore. Ja, Offense wins games, Defense wins championships. Jetzt wieder der Ball auf den Außen. Diesmal kein Problem für Mats Hummels zu klären. Na, von links, die Flanken gefallen mir nicht. Die kommen nicht so, von der rechten Seite kommen schon mal gut rein. Das ist der Ole Pohlmann. Wer ist das andere? Rechts ist, glaube ich, hinten Sammy Bamba, genau. Und links müsste es Gil Bueno gerade sein. Wenn ich das von hier aus richtig sehe. Ah, jetzt kommt der Ball da raus auf Bamba. Und da ist Bueno auf der anderen Seite. Immer noch kein Tor. Und nach ein paar Anweisungen geht es noch mal eine neue Runde. Ja, guck mal, und ich glaube auch, so langsam lichtet sich die Wolken. Ja, eben hat es immer noch so ein bisschen gefisselt. Ja, das kennen wir ja aus dem Ruhrgebiet gut genug. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch trotzdem Wetter, bei dem man es absolut aushalten kann auf dem Trainingsplatz, oder? Also was sind das so? 15 Grad würde ich schätzen gerade. Ja, würde ich auch sagen. Wenn du da ein bisschen in Bewegung bist, kommst du trotzdem gut ins Schwitzen. Jetzt Donny Mahlen, immer noch kein Tor. Aber Alex Meyer war auch schnell da, konnte parieren. Füllkrug findet da Reus, der lässt noch einen aussteigen, aber nicht mit Nico Schlotterbeck, wenn ich es richtig gesehen habe. Cool. Neben Edim mal kurz Julian Brandt gesehen. Habe ich gestern, habe ich euch natürlich auch zugeguckt, Stefan und dir, im Stream gesehen, dass da häufig gefordert wurde, zeigt mal Julian Brandt. Da war er gerade groß im Bild eingefangen und jetzt trainiert er hier ganz normal mit, ist wahrscheinlich gleich wieder in Action. Ah, da ist es. Und wir waren mit der Drohne drauf und wahrscheinlich konnte es vor dem Bildschirm kaum einer sehen. Aber es ist ein Tor gefallen. Oh, die Idee war nicht schlecht. Langer Ball, Mann.
direkt. Ah, Salih Özcan verlagert nochmal schön, schöner Ball da. Das war ein richtig guter Pass. Durch die Gasse. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Fehlte nur der Abnehmer in der Mitte. Paris Brunner verlagert nochmal bei No Gittens. Ein Übersteiger. Ah, und dann rutscht er ein bisschen weg. Den kannst du nicht aufhalten. Es ist sensationell. Der Rasen konnte ihn jetzt in dem Fall aufhalten. Mit welcher Geschwindigkeit? Da ist der Drohnenmeister im Bild. Genau, da habt ihr kurz den Mann gesehen, der diese hervorragenden Drohnenbilder für euch einfängt. Die uns hier nochmal kurze Unterbrechung gibt. Da haben wir Jamie nochmal. Oh, schöne scharfe Flanke von Wädchen. Etwas zu hoch. Da ist, glaube ich, nur bei dem einen oder anderen über den Haaransatz gestrichen, der Ball. Aber da hat er keine die Möglichkeit, wirklich zu köpfen. Oh. Marco Reus versucht es mal direkt. Und der ist, glaube ich, auf dem Parkplatz. Ja, definitiv. Ah, zweiter Versuch hat er am Flach angesetzt. Der hätte, glaube ich, gepasst, wenn da keiner dazwischen gegangen wäre. So wie Tontauben schießen gerade. Also, er hat jetzt aber auch alle Varianten gespielt, ey, von erster Pfosten, zweiter Pfosten, scharf, erster, scharf, zweiter, ist schon gut. Ja, und Mats Hummels mit seiner Qualität im Luftzweikampf. Defensiv wie ja auch offensiv und direkt nochmal. Klar, du gehst natürlich mit einem Plan in so ein Trainingslager. Du willst da am Ende so einen Abläufe einfach passen, die vorher nicht gepasst haben. Die sollen auf dem Platz im besten Fall quasi blind funktionieren, ne? Dass jeder weiß. Die Problematik ist natürlich, bei der Anzahl der Spiele hast du die ganze Woche über ein wenig Zeit, so etwas zu üben. Und wenn du jetzt noch länger in der Champions League bist, jetzt auch nicht weniger mit den englischen Wochen. Ja, umso wichtiger dann hier die Zeit zu nutzen. Und das erklärt dann auch, warum auch gestern schon so intensiv trainiert wurde. Und auch hier steckt ja zumindest Intensität drin. Absolut. Da sehen wir es, das wäre, glaube ich, zurückgepfiffen worden in jedem Pflichtspiel, wie Niklas Füllkrug sich da am Leibchen und Trikot von Marius Wolf zu schaffen gemacht hat. Aber wenn ich mir anschaue, wie Niklas Füllkrug bearbeitet wird, während einem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Stürmer muss ich inzwischen auch wehren. Also was da manchmal auch erlaubt ist von den Abwehrspielern, das finde ich auch nicht richtig. Also, und beim Stürmer wird es immer direkt abgepfiffen.
weil es wahrscheinlich auch für den Schiedsrichter ein bisschen einfacher ist, ja, wenn er quasi richtig, gegen den Stürmer pfeift, weil wenn er für den Stürmer pfeift, dann ist es meist ja, sehr gefährliche Freistoßposition oder Elfmeter. Oh, es kommt nochmal ein neuer Satz Leibchen. Vielleicht ein Hinweis auf noch eine neue Übung gleich. Von ein bisschen Training kann man hier wirklich nicht sprechen. Papa wieder mit dem Fluchkopfball. Der kennt auch im Training keine Nein. Freunde oder Teamkollegen. Nichts. Wenn der nicht dein Leibchen anhat, dann ist er ein Gegner. Richtig, fertig. Und dann gilt es, den mit allen Mitteln zu bearbeiten. So kann man sich übrigens auch Respekt verschaffen. Ja. Das klang auf jeden Fall nach einem Unterbrechungspfiff. Kurz was trinken. Genau. Ist der Stunde 10 jetzt trainiert. Ist die Anweisung von außen. Die Jungs waren um halb relativ pünktlich draußen. Wie gesagt, dann erstmal ein Warm-up, eine Passübung. Da sind wir ja dann eingestiegen und jetzt diese Übung. Scheint wieder gerade zu laufen. Sagt für alle Verbindungsprobleme zwischendurch, bitten wir um Entschuldigung. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran und wir versuchen dann das Relive hochzuladen im Anschluss. Denn wir haben ja die ganze Zeit hier die Stellung gehalten und kommentiert, Nobby. Da entgeht einem dann nichts. Nee. Ihr verpasst überhaupt nichts. Falls die Stimme der eine oder andere gehört hat. Hans-Joachim Watzke hat sich gerade Sorgen gemacht, ob wir hier noch genug erkennen können, wenn es da hinten auf das uns gegenüberliegende Tor geht. Aber dank der technischen Ausstattung haben wir ja hier diverse Möglichkeiten, darauf zu achten. Und es geht jetzt hier auf die rechte Seite. Ich glaube, da haben wir jetzt dann auch weniger Probleme, drauf zu achten. Und wenn ich das richtig sehe, noch wie zwei Tore, also auch noch mehr Abschlüsse. Das ist gut. Da brauchen wir keinen Monitor. Können wir 1:1. Und da wir wieder live sind, kommen auch wieder Fragen rein. Die eine oder andere haben wir schon beantwortet, aber können wir an der Stelle nochmal, wie viel Grad hat es heute Morgen bei euch? Ich würde sagen, heute Morgen waren es 15 Grad. Genau, am Anfang noch leichter Regen, jetzt ist es, wie ihr vielleicht sehen könnt, bedeckt, aber trocken.
und beste Bedingungen. Beste Bedingungen vielleicht nicht, das wäre vielleicht Sonnenschein. Pro sagt, die Sonne sollte scheinen. Da rufe ich aber auch gleich mal an. Nächste Frage ist Julian Riasson mit auf dem Platz. Nee, der trainiert noch individuell. Ist aber gut gelaunt dabei. Jedenfalls war er heute Morgen beim Essen gut gelaunt. Hast du ihn schon getroffen? Guck mal, da kann Nobby wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Und wir sehen wieder die Ansprache von Edin. Der. Aber da hinten wird auch noch aufgebaut. Erklärt, was jetzt passiert. Ja, sind wir mal gespannt, was wir hier noch sehen. Niklas fragt, wie lange geht das Training? Also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde 15 schon unterwegs. Scheinbar gibt es noch mindestens eine Übung. Eine Viertelstunde wird es noch geben. Genau, also anderthalb, vielleicht auch ein bisschen länger. Mittagessen, 13 Uhr. Ich glaube 13:30, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe den Plan aber auch nicht fotografiert heute Morgen. Ah, guck. Das ist, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. Also, ich habe den großen ganzen Plan. Ah, und jetzt trennt sich die Gruppe auch. Jetzt trennt sich nicht die Spreu vom Weizen, sondern die Trainingsgruppen. Genau. Und ich glaube, was haben wir hier? 5, wenn ich das richtig sehe, gegen 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gegen 5 hier auf dem kleinen Feld. Und die anderen, seht ihr, gehen darüber. So, auf geht's. Jetzt gibt's wieder Tore. Sind allerdings gerade noch auf der anderen Seite bildlich. Aber jetzt da Alex Meyer im Fokus. Der ist hier vor unseren Augen, wo Nobby Tore verspricht. Schauen wir mal. Da seht ihr es. Auch in der Totalen. Na, für die, die es vielleicht nicht perfekt erkennen können, in Rot Matteo Morey, Mats Hummels, Marcel Sabitzer, Ole Pohlmann und Jamie Beino-Gittens. Gegen Gelb Niklas Süle gerade am Ball, Marco Reus, Henry Blank, Julian Brandt und Emre Can. Und im Tor bei Rot Alex Meyer und bei Gelb Marcel Lotka. Für mich Favorit in dem Spiel Team Gelb. Okay, dann gucken wir mal, ob Nobby da recht behält. Noch steht es 0-0. Oder? Ja. Ja, ja. Und Anweisung gerade genau das, was du bei der Übung davor gesagt hast, Abschlüsse suchen. Ah, hier ist schon aus, wo das rote Hütchen steht. Genau, genau, die Begrenzung. Hier in der Drohne gerade super eingefangen, seht ihr, dass da mit so kleinen Hütchen eine Außenlinie markiert wurde, um das Spielfeld klein zu halten. Mats mit dem Steckpass auf Jamie Beino-Gittens ins lange Eck. 1-0 Außenseiter. die du zum Außenseiter gemacht hast, der Vollständigkeit halber. Und da ist das 2-0. Matteo Morey macht den rein und zwar richtig schön. Weiter, weiter, weiter.
Im Chat kommt gerade die Frage auf, wo ist Gregor Kobel? Der ist jetzt gerade hier nicht beim Training, aber Nobby, also auf diesem Platz 3:0 für Rot, währenddessen Jamie bei No Gittens. Aber wir hören ihn. Der jetzt arbeitet, wisst ihr auch, warum ich bei Alle gegen Nobby Vorletzter bin. Der arbeitet, also nochmal der Vollständigkeit halber, Gregor Kobel arbeitet auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Matze Kleinsteiber und Jan Reckert individuell gerade und ist jetzt hier ins Training, das wir sehen, nicht integriert trainiert, aber trotzdem ganz normal. Und Mats Hummels 4:0. Ich meinte das andere Thema. Na, aus der Rundnummer lasse ich dich jetzt in der Partie nicht mehr rauskommen, Nobby. Ah, guck mal, Julian Brandt setzt sie wunderbar durch, aber verzieht dann. Und ich glaube, das war Abpfiff in diesem Kurzspiel. Da lag Nobby dann leicht daneben mit seiner Einschätzung. Naja, knapp war es schon. Ich wollte mich einfach festlegen. Ja, muss man ja auch mal, ne? Und nur dann kann man gewinnen oder halt auch verlieren. So, während auf der Kleinfeldpartie, nenne ich sie mal, gerade Pause ist, ist die andere Trainingsgruppe noch dabei. Jetzt auch da der Pfiff, jetzt wird getauscht. So, aber jetzt soll ich mich dann vorher mal festlegen, ja, in der zweiten Partie jetzt. Ja. Müssen wir mal eben gucken, wer da rüberkommt. Also in Rot, Bamba, Wolf, Rainer, Schlotterbeck. Wolf. Genau, gegen die jungen Wilden, nenne ich sie mal. Ne? Meunier, Bueno, Kempel und Brunner gehen und wieder rüber. Das Füllkrug. Füllkrug. Ja. Ich gehe auf Team Leibchen. Team Leibchen? Ja. Na, damit kannst du nichts reißen. Vielleicht aber doch. Ah, wobei ohne Leibchen natürlich sehr gute Angreifer hat, ne? Mit Donny Mahl, mit Niklas Füllkrug. Und Papa. Und Papa, das stimmt, der räumt hinten alles weg. Schauen wir mal. Und, ja. Ja. Ja, und wir werden jetzt gerade noch in zwei Kontakte hier Maximum. Oder nur für außen, auf jeden Fall Sammy Bamba mit dem ersten Abschluss. Oh ey, was war das denn? Hast du Papa gesehen? Ah, der geht ins Aus. Schöner Ball auf Nico Schlotterbeck, aber konnte er nicht verarbeiten. Füllkrug. Führt eigentlich Team Leibchen schon? Noch steht es 0:0. Nein. Boah. Und Nico Schlotterbeck trifft den Ball leider nicht perfekt. Sonst hätte es da, glaube ich, 1:0 gestanden. Nein. Ja, da hatte Donny gehofft, dass in der Mitte noch einer steht für den Tap-In. Thomas Meunier kriegt nie rein. Und vielleicht hat es vorher der eine oder andere gehört, weil die Frage kam auch auf, ist Sebastian Kehl hier? Ja, er ist hier. Klar. Hat sich das Training auch an. Oh, jetzt gute Chance jetzt für Rot. 1:0 fahren. Ja, ja, Sali Özcan. Auch wenn Papa wieder alles gegeben hat, um noch dazwischen zu grätschen. Sali haut den Ball oben in den Knick. Wer ist im Tor von Team ohne Leibchen? Fragt Walter, das ist Marcel Lotka.
der hauptsächlich bei der U23 zum Einsatz kommt, aber hier mit ins Trainingslager gereist ist. Drei Torhüter sind dabei. Alex Meyer, Gregor Kobel und Marcel Lotka. Auch schön, kommst du nicht vorbei. Als Sammy gerade am Ball kam, kam von Muki, der hier außen sitzt, gerade, komm Bamba, kam nochmal Anfeuerung. Zeig's dir mal. Da wollte Thomas Meunier einen Elfer schinden. Ja, er hatte auch ein Lächeln im Gesicht, da wusste er, glaube ich, da war nicht so wirklich viel los. Oh, jetzt hat sich da Papa verletzt. Haben wir Muki mal eingefangen mit unserem Fotografen Alex, der dafür sorgt, dass es hier immer Top-Bilder auch gibt. Und jetzt wird wieder gewechselt. Oh, Papa hat es erwischt, ey. Nun, wir hier in der Drohne nochmal das gesamte Areal einfangen. Fantastische Bilder bekommen. Ah, jetzt sieht man schön das ganze Areal. Genau, und da kann man auch sehen, dass auch auf dem Nebenplatz drin trainiert wird. Zumindest im Torwartbereich. Das kannst du einen alten Griechen nicht umwerfen. Nee, der steht wieder. Geht jetzt wahrscheinlich wieder rüber da zu der Gruppe, die ihr jetzt im Bild seht. Papa, das nächste Mal kriegst du einen. So, und jetzt wieder anderes Team. Und ein Wechsel ist bei Team Gelb dabei, da sehe ich nämlich Kiel Wädchen jetzt, der jetzt auch am Ball ist da und trifft und Team ohne Leibchen damit in Führung bringt. Oh. Ole Pohlmann hat fast Philipp Lauchs getroffen oder abgeschossen, der da neben dem Tor steht. Der war ein psychisches Problem gehabt. Und Bälle zuwirft. Der war nicht gut. Hab schon bessere gehabt. Ja. Falls es der eine oder andere nicht weiß, ist Philipp Lauchs mittlerweile Sportpsychologe. War früher auch mal Torhüter beim BVB. Ja, Niki Süle, Aufbauspiel über den Torhüter, wie von Edin ja, heute als angemerkt. Als Torhüter musst du auch mit dem Ball umgehen können. Das war jetzt, so ehrlich muss sein, in unserem Zeitalter nicht so. Oh, das war aber einfach mal dumpf abgezogen von Mats Hummels. Ja. 1-1. Klasse Schuss. Ah, Emre Can, ein paar Übersteiger, aber nicht mit Matteo Morey abgelaufen. Und der nächste Angriff startet schon wieder bei No Gittens. Brandt gewinnt da den Ball. Das war gutes Teamwork von Julian Brandt und Hacke Reus. Ah ja, Zeit, Jule, war ein bisschen... Zeit ist dann relativ, glaube ich, ja, auf genau. Dem kleinen Feld mit 5 gegen 5. War wohl ein bisschen abseits. Das war ein Fehler.
von Mats und da hat Emre Can zugeschlagen. Ja, guck mal, aber Mats versucht es dann vorne wieder wettzumachen, trifft aber nur das Außennetz. Ja. 2-1 für Team ohne Leibchen, wenn ich es richtig mitbezählt habe. Ne? Und das wird, glaube ich, nochmal verwechselt. Ich denke, das wird der letzte Wechsel sein. Das kann gut sein, ja, dann werden es ziemlich genau 1,5 Stunden. Ah, guck mal, passend zu der Frage im Chat, ob Paris Brunner dabei ist. Er hat sich gerade das rote Leibchen angezogen und ist jetzt nicht bei der Übung dabei, die ihr da seht, wo das zweite Team ist, sondern da wunderbar eingefangen gerade. Jetzt im Team mit Nico Schlotterbeck, Gio Reyna, Salih Özcan, Marius Wolf. Abgefällt vom Papa, fällt der Ball da hinten rein. Puh, der war nicht ganz ungefährlich, der Ball. Cole Kempe wird von Nico Schlotterbeck auch mal 5 Meter nach vorne geschoben im Zweikampf. Aber auf der anderen Seite setzt er sich dagegen 2 durch, beziehungsweise bleibt zumindest im Ballbesitz. Ihr merkt, dann wird's laut. 1-1. Ja, richtig gutes Spiel. Na, Paris, das geht. Boah. Das war Donny, ne? Ich glaube, es war sogar Cole Kempel, wenn ich das richtig gesehen habe. An die Latte. Ja, und da Paris Brunner trifft zum 2-1 für Team Rot. Sehr guter Pass. Abseits kam da von Otto Addo, der anscheinend Linienrichter ist. Und der Treffer zählt auch nicht, da geht die Hand hoch. Gio Reyna im Abseits. Oh, hier wollen beide gewinnen, das ist gut. So muss das sein, so muss das sein. War kurze Irritation, da wurde auf der anderen Gruppe abgepfiffen. Ihr seht, links kommen schon die ersten der anderen Gruppe rein, aber das Spiel auf Kleinfeld läuft noch. Und jetzt ist auch da abgepfiffen. 2-1 Team Rot. So, die 1,5 Stunden sind rum. Wir haben es gestern schon angedeutet. Hier wird fleißig trainiert. Dafür sind wir hier. Emre kommt, es scheint zu Ende zu sein. Ja, dreht wieder um, geht wieder Richtung Mannschaft. Trinkflaschen gibt es auf jeden Fall.
Ne? Wir können noch nichts erkennen. Ob es noch weitergeht oder ob es vielleicht nur noch eine finale Ansprache gibt. Na? Da sehen wir, Chat geht nochmal mit Paris Brunner. Wahrscheinlich eine kleine Extra-Einheit. Das ist ja das Gute, wenn du so viele Daten erfasst, dann kannst du auch gucken, wen müssen wir vielleicht nochmal einzeln belasten. Den müssen belasten. Wir nochmal ein bisschen über den Platz jagen. Und hier seht ihr, kriegt Alex Meyer gerade auf jeden Fall noch ein paar Abschlüsse. Niklas Füllkrug. Ist nicht gesehen, aber gehört, gehalten. Und da seht ihr Paris Brunner, der jetzt noch ein paar Läufe absolviert. Und ich glaube, der Rest der Mannschaft geht Richtung Fans zum Autogramme schneiden. Das ist dann wahrscheinlich für uns auch das Zeichen, Nobby, dass wir nochmal gucken, wo unsere Kameraleute sind. Kamera ist, dass wir uns hier jetzt gleich